Hallo, 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 hallo. Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich dir. Ich durfte gerade so ein über einstündiges Interview geben, wo wir über das Thema Erfolg gesprochen haben. Und da ist mir noch mal so ein bisschen was, ja, bewusst geworden, was ich mal gerne so mit dir teilen möchte, so zu deiner Inspiration, wie auch du erfolgreich sein kannst. Und zwar, wo fange ich an? Wenn man mir vor, ja, noch 10 Jahren gesagt hätte, du machst mal Kongresse, du gründest mal eine Akademie, hätte ich gesagt, hä? Ich doch nicht. Andere ja, aber ich doch nicht. Ich weiß noch so schön, als einer meiner Mentoren, das muss 2014 gewesen sein, sich mit mir über einen Kongress unterhalten hatte und mir vorgeschlagen hatte, sowas zu machen. Also ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, wovon er spricht, aber ich habe mich in dem Moment auch da nicht getraut, da zu sagen, ey, ich weiß gar nicht wirklich, wovon du sprichst, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und ein Jahr später war es dann so, dann hatte ich den ersten Kongress gemacht, damals einer der größten Kongresse, die damals mit 50 Teilnehmern stattgefunden haben. Damals war es üblich, einen Kongress mit 20, 25 Teilnehmern stattfinden zu lassen. Später sind dann weitere gefolgt. Ich habe halt einfach immer gemacht. Das ist so der erste Punkt, den ich dir schon mal mit auf den Weg geben möchte. Aufgeber gewinnen nie, Gewinner geben nie auf. Also einfach machen. Lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Weil diese Menschen, die du jetzt da siehst, wo du denkst, wow, wie die das hinkriegen, wie selbstsicher die vielleicht vor der Kamera stehen, wie die ihr Ding machen. Vielleicht beobachtest du mich ja auch hier schon eine Weile und denkst, wow, so wie die, so kann ich das nicht oder was auch immer. Schau mal, jeder von uns oder jeder von denjenigen, die du da draußen jetzt kennst, sei es hier auf Facebook, vielleicht bist du in anderen Gruppen noch drin, vielleicht bist du in irgendwelchen E-Mail-Verteiler von anderen drin oder auch auf dem YouTube-Kanal oder so. Oder auch die Menschen, die du kennst aus Funk und Fernsehen. Jeder hat irgendwo mal angefangen. Jeder hat irgendwo mal in sich entdeckt, was seine Mission ist, was seinem Seelenplan entspricht, was sein Ding ist und ist dafür gegangen. Absolut jeder. Und da ist der Weg das Ziel. Und da ist wirklich eines meiner, wie nennt man das in der Mehrzahl, Motti, Mottos, egal, du weißt, was ich meine. Lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Und da gilt es einfach auch, da geht es einfach auch darum, sich davon zu lösen, zu denken, ich brauche jetzt erst noch eine Ausbildung. Ich muss jetzt erst noch einen Online-Kurs besuchen. Ich muss jetzt erstmal noch die Sternenkonstellation mir angucken, ob die jetzt im richtigen Zenit steht. Ich muss jetzt erstmal noch das Buch lesen. Ich muss jetzt, das ist auch so etwas und so ein kleines Ablenkungsmanöver. Ich muss jetzt mich erstmal noch um meine Familie kümmern oder ich muss jetzt erstmal noch mich um meine Gesundheit kümmern, weil ich mich jetzt so energielos fühle und keine Kraft und Energie dafür habe. Schau mal, meine Liebe. Wenn du tagsüber das machst, was dir wirklich am Herzen liegt, was wirklich dein Ding ist. In welcher Energie bist du denn dann? Bist du dann in deiner Kraft und Energie? Kommst du da in deine Kraft und Energie oder raubt dir das Kraft und Energie? Und wenn du jetzt im Moment an einem Punkt bist, wo dein Körper dir Signale schickt und du wenig Energie hast, weil du dich vielleicht getrieben fühlst, weil du vielleicht ja, morgens am liebsten die Bettdecke über dem Kopf lassen würdest und erst gar nicht aufstehen möchtest, weil du dich selbst nach 8 Stunden Schlaf noch energielos fühlst oder dein Körper dir andere Signale schickt, was auch immer das ist, dann ja nur deshalb, weil du einfach seit geraumer Zeit
die Botschaften deiner Seele missachtet hast und Dinge getan hast, die dir einfach mehr Energie geraubt haben, als dass sie dir geschenkt haben. Und dann bleibt dem Körper irgendwann nichts anderes übrig, als dir da Signale zu schicken. Und wenn wir dann erstmal hingehen und im Außen, das heißt ja nicht, dass das Außen in Form von guter Ernährung, in Form von hochwertiger Nahrungsergänzung, in Form vielleicht auch von einer Hilfestellung durch einen Heilpraktiker oder durch einen Arzt, durch medizinische Versorgung, was auch immer, heißt nicht bitte, dass es das ausschließt. Aber es ist letzten Endes alles nur eine Wundheilung im übertragenen Sinne oder eine Symptombekämpfung. Was dir wirklich hilft, ist die Ursache zu entdecken und die zu lösen. Sprich, ich nenne das ja immer gerne den Holzweg, auf dem man da unterwegs ist, also nicht auf seinem Herzensweg, sondern den Weg zu wechseln, dich auf deinen Herzensweg zu begeben, zu entdecken, was in dir drin steckt, dein einzigartiges Potenzial, deine Gaben, deine Stärken zu entdecken, die zu einem Ganzen zusammenzufügen und dann dafür zu gehen. Und dann bringst du dein ganzes Energielevel auf einen anderen State. Und dann geschieht nämlich das, dass du beginnst, deinen Seelenplan zu leben, für ihn zu gehen und plötzlich immer mehr merkst, wie so ein Schritt den nächsten ergibt. Jetzt sind wir noch mal beim Anfang. Wenn man mir vor vielen Jahren, ja, noch vor 10 oder noch vor 8 Jahren das prophezeit hätte, wo ich mich mal hinentwickle oder gar eine Akademie gründe, wo ich Menschen dann wirklich über einen gewissen Zeitrahmen begleite, auch in die Selbstständigkeit zu gehen und sei es hauptberuflich gleich oder erstmal nebenberuflich sich was aufzubauen, hätte ich auch gedacht, wie soll das funktionieren, wie soll das gehen? Oder ich kann mich auch mal daran erinnern, mir hat mal eine zu mir gesagt, die wusste eigentlich gar nicht, wie es aus ihr spricht, es wird mal der Zeitpunkt kommen, da wirst du mit der ganzen Familie auch unterwegs sein. Habe ich für mich gedacht, ja, wie soll das gehen? Konnte damit gar nichts anfangen. Aber letzten Endes ist dieser Wunsch in mir immer größer geworden, ein wirklich freies Leben zu führen mit der ganzen Familie. Das heißt nicht, dass wir immer nur zu viert unterwegs sein müssen oder immer alles zu viert nur machen, weil die Kinder sind ja eigenständige Persönlichkeiten mit 19 und 21, die dürfen ja selbst auch ihren Weg gehen und teilweise gehen wir den Weg eben gemeinsam. Und weil ich selbst die Entscheidung dazu getroffen habe und vorgegangen bin, meinen Weg gegangen bin, nur so konnte es funktionieren, dass die Menschen, die mir am Herzen liegen, dann mit im Boot sind und ich so meine Mission leben kann, nämlich Menschen wie dich dabei zu begleiten, sich auch ihr Leben so zu erschaffen, wie es ihrem Herzen entspricht. Und das stimmt mich manchmal so traurig, wenn ich dann sehe, welche Möglichkeiten in dir stecken. Welche Möglichkeiten in dir stecken, welches Potenzial in dir verborgen ist, was für eine großartige Persönlichkeit in dir verborgen ist, die eigentlich gelebt werden möchte, die eigentlich ans Tageslicht gebracht werden möchte, wo eigentlich der Seelenplan sich entwickeln möchte, wo deine Großartigkeit und Einzigartigkeit eigentlich gezeigt werden möchte da draußen. Und dann manchmal so ein Fünkchen da ist und im nächsten Moment und oftmals spätestens am nächsten Tag, wenn man dann eine Nacht wieder drüber geschlafen hat, hat der Denker das süße Köpfchen wieder die Regie und fängt wieder an zu denken, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das mein Weg ist. Ich glaube nicht, dass ich dazu geschaffen bin. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme.
Das ist richtig. Solange du dir einredest, dass du das nicht glaubst, du hast immer die Wahl, wird das auch so sein. Aber letzten Endes, schau mal, wenn du genauso weitermachst wie bisher, wenn du genauso weitermachst wie bisher, was wirst du denn dann erreichen in der Zukunft? Die gleichen Resultate. Ich glaube, von Albert Einstein oder von wem stammt dieser wunderbare Satz: Unser Kopf ist dazu da, die Denkrichtung zu ändern. Unser Kopf ist rund, um die Denkrichtung, die Blickrichtung zu ändern oder so irgendwas. Egal. Schau mal, mit unseren Gedanken erschaffen wir uns unsere Realität. Und solange du weiter die gleichen Gedanken denkst wie bisher, daraus resultieren die gleichen Handlungen. Wenn du gleich weiter so handelst wie bisher, dann kannst du auch nur die gleichen Resultate erzielen. Wenn wir im Frühjahr Tomatensamen säen, dann wissen wir ganz genau, da kommt kein Apfelbaum aus der Erde raus, da kommt eine Tomatenpflanze heraus. Und es wäre töricht zu denken, ich säe jetzt Tomaten, um Äpfel zu ernten. Und nichts anderes ist es. Es ist nur für unser bloßes Auge nicht sichtbar zunächst mal. Wenn ich weiterhin so denke, handle und fühle vor allem, wie ich bislang gefühlt habe, kann ich auch immer nur weiterhin die gleichen Resultate erzielen. Und gleichzeitig sagt der Kopf uns, ey, das ist alles nicht das Leben, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist nicht wirklich das Leben, so wie ich mich hier abmühe, gefühlt 40 Stunden am Tag hier rumwurschtle und doch auf keinen grünen Zweig komme. Mir einrede, ich brauche ja nicht viel zum Leben, es ist halt so das Leben und so wie ich früher dann auch noch stolz drauf bin, auch mit wenig Geld auszukommen und diese ganze Palette, diese ganzen Geschichten, die wir uns da erzählen, solange passiert Folgendes. Das Leben zieht an dir vorbei. Das Leben zieht an dir vorbei. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo wir merken, jetzt ist es wieder Zeit zu gehen und denken, oh, war ja eigentlich nur wie ein Fingerschnipp, mein Leben. Wie schnell ist die Zeit, das Leben an mir vorbeigerauscht? Wie viel wollte ich eigentlich machen hier? Was wollte ich eigentlich weitergeben? Was wollte ich eigentlich an Spuren hinterlassen? Was wollte ich eigentlich für einen Mehrwert erschaffen? Wie wollte ich eigentlich mein Leben gestalten? Was wollte ich eigentlich genau meinen Kindern mit auf den Weg geben? Und dann ist es zu spät. Dann denkt man, hätte ich doch nur. Es gibt, glaube ich, sogar ein Buch darüber, wo Menschen Sterbende begleitet haben und sie gefragt haben, auf was bist du stolz in deinem Leben, was hast du bereut? Und die Dinge, die wir uns eigentlich mal vorgenommen haben und dann letzten Endes nicht durchgezogen haben, das sind genau die Dinge, die wir dann bereuen, wenn es Zeit ist zu gehen und dann ist es zu spät. Diese Vorstellung, dieser Gedanke, der hat mir persönlich, deshalb teile ich den hier mit dir, so sehr geholfen, meinen Weg zu gehen, mich auf meinen Herzensweg zu begeben, mir auch natürlich Coaches an meine Seite zu holen, die mich begleitet haben. Alleine hätte ich das auch nicht so hinbekommen. Deshalb bin ich ja auch für dich da, um dir die Anleitung, das Navigationssystem zu geben, weil ich einfach selbst ja auch diesen Weg gegangen bin. Weil man ist so schnell in einer High Energy und wenn man dann letzten Endes wieder auf sich alleine gestellt ist, und nicht einen Coach und einen Mentor an seiner Seite hat, der einem vielleicht auch so zwischendrin mal so einen kleinen Arschtritt nochmal gibt. Sorry, der Ausdruck, aber das bringt es am besten auf den Punkt. Nur dann geht man weiter. Nur dann geht man weiter. Und das sind genau die Dinge, die ich durchlebt habe die letzten Jahre, die ich umgesetzt habe,
die ich mir hinter die Ohren geschrieben habe: Aufgeber gewinne nie, Gewinner geben nie auf. Lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. Und vor allem raus aus dem Kopf und rein ins Herz. Raus aus dem Kopf und rein ins Herz. Auf die ersten Impulse lauschen. Dein Herz, deine Seele können dich nicht betrügen. Und dafür zu gehen. Dann gibt es so viele Türen da draußen im Universum, die sich öffnen, auch für dich, die dir den Weg zeigen und öffnen. Und das heißt nicht, dass immer alles ganz glatt läuft, weil gerade so in der spirituellen Szene, in der Esoterik-Szene oder Menschen, die in die Richtung so ein bisschen angehaucht sind, erlebe ich oft, dass sie sagen, ja, wenn es so sein soll, und dann wird es schon kommen. Wenn es so sein soll, dann wird es schon kommen, dann ist es einfach. Nee, ist nicht so. Schau mal, wenn die Raupe denken würde, wenn es jetzt so kommen soll, dass ich mich als Schmetterling hier entpuppe, dann wird es auch einfach sein. Dann öffnet sich mein Kokon wie von selbst und dann fliege ich einfach davon. Dann wird es keine Schmetterlinge geben, meine Liebe. Wenn du auf dein Herz lauschst, auf die ersten Impulse, auf die Botschaften, die deine Seele dir schickt und deinem Herzen, deinem Seelenplan folgst, den entdeckst und den lebst, dann ist das der Weg. Und dann gibt es Dinge, die vielleicht auch mal unbequem sind, weil sie umgesetzt werden wollen, wo so ein Brocken da liegt. Dann gibt es Dinge, die total leicht von der Hand gehen. Dann gibt es wieder eine Herausforderung. Das ist die Entwicklung. Das ist deine persönliche Entwicklung. Denn wenn du jetzt beginnst, anders zu denken, anders zu handeln, anders zu fühlen und dir die Anleitung dazu holst, dass du endlich mal das Ding machst, was du dir mal vorgenommen hast hier, dann ist das der Schlüssel zu deinem erfolgreichen, traumhaften Leben. Dann verändert das alles. Und das heißt auch, eben ins Handeln zu kommen, die Dinge umzusetzen, die umgesetzt werden wollen. Und so gehst du an einer Stufe auf die nächste. Und da gibt es Stufen, die sind ganz niedrig. Ist mal ganz schnell da eine Stufe hochgehüpft. Dann gibt es die nächste, die ist mal so hoch, wo es mal ein bisschen mehr Kraftaufwand braucht, um die nächste Stufe der Persönlichkeitsentwicklung, nenn es Persönlichkeitsentwicklung, zu erklimmen. Da kommt mal wieder eine, das geht mal wieder ganz leicht und dann ist mal wieder der nächste Quantensprung angesagt. Das ist doch letzten Endes das Leben, das ist Entwicklung, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Also löst dich auch bitte von dem Gedanken, wenn es für mich sein soll, dann kommt das von selbst irgendwie auf mich zu. Es funktioniert so nicht, es funktioniert nicht so, dass du dich hinhockst und Om singst und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Also mein Tag beginnt auch immer mit Om singen, aber trotzdem darf ich tagsüber ins Handeln kommen, sonst funktioniert das nicht. Sonst funktioniert das nicht. Vielleicht im nächsten Leben irgendwann mit einer höheren, noch höheren Zeitqualität mag es nur mit der Gedankenausrichtung funktionieren, aber im jetzigen Leben mit der jetzigen Zeitqualität geht es einfach nur so, indem wir Dinge auch umsetzen und ins Handeln kommen. Und das fängt damit an, dass du einfach mal eine Entscheidung triffst. Verdammt nochmal, ich habe für mich früher, habe ich immer gesagt, meine Seele hat jetzt genug gefroren. Ich entscheide mich jetzt dafür, absolut meinem Herzen zu folgen, zu entdecken, was da in mir ist, mein Potenzial zu entfalten. Und mein Potenzial, meine Mission ist es einfach, Menschen wie dich aufzurütteln, wach zu machen, was alles für dich möglich ist, was für eine wunderbare Persönlichkeit in dir steckt, was an Potenzial in dir liegt und dass du aufhören kannst, dich so durch dein Leben zu quälen, wie du dich bislang gequält hast. Dass du aufhörst, die Geschichten zu erzählen, ich muss doch halt, es geht nicht anders. Es ist so viel mehr möglich. Was nicht heißt, dass immer alles in Heikel, Sonnenschein und Butter ist. Aber es darf auch leicht und einfach sein und du musst dich nicht quälen. Hürden zu überwinden, mal größere Quantensprünge zu machen, wenn ich davon spreche,
dass das auch mal ein bisschen mehr Energie erfordert. Aber es ist letzten Endes dein Weg zu deinem Traumleben. Und solange du dich bislang in der Geschichte verstrickst, das Leben ist halt so, das Leben ist halt eine harte Schule, ich muss mich halt jeden Tag aus dem Bett quälen oder dich vielleicht auch damit tröstest, es geht mir ja eigentlich gut, ich brauche ja nicht mehr und, und. Das sind Geschichten, die du dir erzählst, die aber dein Herz und deine Seele nicht wirklich erfreuen und erfüllen und letzten Endes somit dich selbst nicht erfüllen. Schau mal, wo steht es denn geschrieben, dass ausgerechnet du es nicht verdient hat, ein glückliches, total befreites, freudvolles Leben dir zu erschaffen, so wie du dir das einfach als Kind auch mal vorgenommen hast. Da bist du morgens mit großen Augen aus dem Bett gehüpft und hast geguckt, was kann ich hier heute alles erreichen, was kann ich hier heute kreieren, was kann ich heute erschaffen. Alles ist möglich, liebes Universum, du stehst mir zu Füßen. Welche Geschenke hältst du heute für mich bereit? Was kann ich heute entdecken? Wo steht geschrieben, dass das jetzt nicht auch noch für dich möglich ist? Dazwischen ist nur deine Geschichte, die du dir inzwischen erzählst. Dass es nicht geht, weil, dass das Leben halt so ist und, und. Erinner dich doch mal bitte zurück, von was du als Kind geträumt hast. Und pack doch diese Träume wieder aus. Und lass doch nicht weiter das Wertvollste, was du hast, dein Leben, deine Lebenszeit an dir vorbeirauschen. Mach's dir doch einfach. Leb doch dein Leben so, wie du. Beginn doch jetzt dein Leben so zu leben, wie du es dir eigentlich mal vorgenommen hast. Es ist möglich, es geht. Auch du hast es doch verdient. Auch du hast es verdient, dir dein Leben jetzt nach deinem Herzen zu gestalten. Okay? Vielleicht hast du jetzt gerade Mittagspause oder mal ein bisschen Zeit für dich. Lass es mal wirken. Schau dir meine Worte hier, hör dir deine Worte mal nochmal an. Lass es mal auf dich wirken und schau mal, was dein Herz, was deine Seele dazu sagen. Ob das Weite, Freude und Leichtigkeit bringt oder ob es eher Schwere bringt. Lausch mal, was dein Herz dazu sagt. Und erinnere dich mal, von was du als Kind früher geträumt hast, was du eigentlich hier machen wolltest. Und mach dir mal bewusst, dazu lade ich dich ein, dass es wohl kaum, auch nicht in der Akasha-Chronik steht, dass du es nicht verdient hast, sondern wenn du dir bislang noch die Geschichte erzählst, für mich geht das nicht, es ist total schwierig und es ist halt so und, es sind alles Geschichten, die du dir erzählst und du kannst jetzt die Entscheidung treffen, dir andere Geschichten zu erzählen und dich auf einen anderen Weg zu begeben, hier zu deinem Herzen, zu deiner Großartigkeit. Okay? Tschüss.